ein Jammerfest für den Refnitzer Klera! Mit diesen Worten hat die Karin Niederberger, Präsidentin vom Eidgenössischen Jodlerverband, das Eidgenössische Jodler-, Fahnenschwinger- und Alphoroblaserfest im Stockhalpergarten zu Brieg eröffnet. Ein grosser Moment für die oberste Jodlerin der Schweiz. Mir geht es hervorragend. Bin wieder nach dem letzten Jodlerfest bin ich wieder in einem emotionalen Hoch. Man spürt es, glaube auch, aber nicht nur ich. Die ganze Festgemeinde war heute eine herrliche Eröffnung. Und das ist jetzt der Startschuss für die nächsten 3 Tage. Davor haben die mehreren tausend Besucher von der Eröffnung des 30. Eidgenössischen Jodlerfest aber noch viele Gebote bekommen. Zum Beispiel der Auftritt von der Familie Walker aus Lalo. Ja, wir haben auf den Tag gewartet, dass endlich losgeht. Jetzt leben wir es an, wie es kommt. Ich glaube, die Walliser empfehlen die ganze Schweiz mit grosser Gastfreundschaft. Und das wollen wir machen. Das Ambiente wird jetzt geschaffen. Die Leute kommen und das Wetter ist gut. Ich glaube, voller Emotionen werden wir am Sonntag sagen, es war eine super Sache. Die offizielle Eröffnung des 30. Eidgenössischen Jodlerfest war auf alle Fälle schon mal sehr emotional. Dazu hat euch der beherzte Auftritt vom Jodlerclub Bochy von Lalo mit seiner Dirigentin Regina Schmidt beigetragen.